Privat Rainer Wölfel mit seinem Engagement als Kulturgut der Herzburger Alm. Die Gutanger, davon wird er uns gleich mehr erzählen. Herzlich willkommen, Rainer Wölfel, unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Ulrike Albert. Über die Geschichte der Hirten. Die Geschichte der Hirten ist eine lange Geschichte, ich will nicht mehr reden, aber es ist eine lange und sehr alte Geschichte, die sehr, sehr weit zurückgeht. Über 10.000 Jahre, vor über 10.000 Jahren hat sie eigentlich schon begonnen und ist heute noch in einigen Teilen der Welt noch sehr lebendig. Bei uns ist sie eigentlich bis auf das Hutammer-Projekt, was wir heute haben, in den 60er Jahren schon zu Ende gegangen. Wir hier im Hirtenmuseum, wir können uns mit den Zeugnissen der Hirtenkultur befassen. Wir haben alte Unterlagen und Berichte, die wir lesen können. Da werden die Menschen lebendig vor unseren Augen, wenn man sich mit diesen Kurierbüchern zum Beispiel befasst. Auch von mir ein recht herzliches Gott. Freut mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist immer schön, wenn der Saal dann natürlich auch voll ist. Die Bilder, die Sie eingangs gesehen haben, die waren alle von Thomas Geiger, der jetzt da auch wieder fotografieren und arbeiten muss. Das war ein Bildband von Thomas Geiger, der auch schon anfangs ja, den ersten Hutanger Kalender auch gemacht hat. Das werden Sie bei mir auch noch sehr viele Bilder sehen, allerdings mit Text. Und bei mir sind auf jeden Fall mehr Kühe dabei. Ja, ich habe meinen Vortrag Natur- und Kulturerbe genannt. Ich bin auch ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter, im Rahmen dessen ich das auch mache. Der Träger des Naturschutz, des Hutanger-Projekts, ist ein Naturschutzzentrum im Englandpark. Ein paar, wenn Sie doch nicht kennen, das Naturschutzzentrum, wir arbeiten praktisch mit drei Schwerpunkten. Das eine ist das klassische Naturschutzbildung und Führungen, Forschungen, was man von jedem Naturschutzzentrum kennt eigentlich, damals Außengelände im Englandpark. Das zweite ist schon ein bisschen ungewöhnlicher, das regionale Netzwerk, das wir aufgebaut haben für regionales Wirtschaften. Da sind also Sachen dabei wie Heimat auf dem Teller, wie der Initiativkreis Holz, wie die Direktmarkte Streubs-Initiative oder das Grüne Zentrum und alle, ja, was wahrscheinlich alle kennen, Tag der Regionen, ist eigentlich auch ein Produkt unserer Bildung zur Nachhaltigkeit. Der im Frühjahr immer stattgefunden hat zu verschiedenen Daten, bei den Daten, da waren sie sich nicht ganz einig manchmal, wollte ich noch ein bisschen was sagen, weil es ein ganz großes Ereignis für das ganze Dorf war. Es war entweder am Georgi oder Walpurgi, das waren so die Daten, an denen der Austrieb erfolgt. An manchen Orten wurden die Rinder auch geschmückt, wie man es vom Allgäu und von der Schweiz vom Almabtrieb kennt, haben wir bei uns manchmal auch die Leute, die Rinder beim ersten Austrieb geschmückt. Das ist ein Brauch, den man eigentlich ganz gut kennt und den man sich ganz gut noch vorstellen kann, dass man es das feiert und die Tiere schön macht. Oberswitzhaus, Witzhaus, lob mir das. Oberswitzhaus, Witzhaus, lob mir das.